Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich willkommen zu nochmal der Gefühl Unity Teil 48 oder wie ich diesen Teil nennen werde. Wie altert man sehr schnell sehr viel? Und die Temperatur hat sich verändert. Ja, es kann sein, dass das Spiel jetzt nicht wirklich rund läuft, was ganz einfach wirklich daran liegt, dass ich hatte mit irgendeinem Update Probleme. Und hab dann irgendwie mein Linux, also ich habe per Timeshift von Linux zurückgesetzt. Und als ich für Unity gestartet habe, hat es dann angefangen mit, ja, wo ist denn das Spiel installiert? Und dann weiß man schon, okay, also das, was er einem anzeigt, wenn man das Spiel das erste Mal startet quasi. Ich glaube, das reicht, weil es neue Teile. Ich mache noch eins, das passt schon. So. Deswegen, es hat irgendwie meine Einstellungen zerhauen. Und ich habe aus Versehen, als ich schnell hab Platz schaffen wollen, irgendwas zerlegt. Das kann auch sein. So, dann vor möchte ich, genau. Meine Spielstände war nicht das Problem, aber aus irgendeinem Grund wollte er die Einstellungen dann nicht übernehmen. Gut, passiert. Ich suche gerade die richtige Taste, die ich belegen wollte. Beziehungsweise, das wollte ich eigentlich ändern auf E, nicht auf F. Ja, der hat mir auch meine Steuerung zurückgesetzt aus irgendwelchen Gründen. Deswegen kann das schon mal sein, dass ich da ein bisschen mehr rumgucken muss. Na, ich nehme doch F. Mein Magen knurrt, aber ich habe nicht genug Hunger und viel zu essen. Okay, strange. Ich nehme mal ein Brot, kann ich schaden. Ja, es ist jetzt so 2 Wochen her, dass ich jetzt darauf genommen habe, deswegen bin ich gerade ein bisschen am mehr am gucken. Ich glaube, hier muss ich hoch. Ich hatte gerade schon angefangen aufzunehmen und dann wurde ich angerufen, deswegen war das genau die Frage. So, deswegen weiß ich schon, wo ich hier dann hin muss, denn wir müssen zum Monastery of Baleus, um den Covenant, also den Hexenzirkel von Glamoril quasi die Reste davon zu finden. Schauen wir mal. Um quasi den Dingens. Da möchte ich hin. Was ist das Wort, das ich suche? Okay, er ladet gerade ziemlich heftig. Strange. Ich schaue nochmal auf die Karte, wo ich denn hin möchte. Ich glaube, ich will aber nach dem Norden. Genau, ich möchte eigentlich hier hin. Werde ich auch diesen Weg wählen. Ich habe mein Ziel erreicht.
Marmorblöcke liegen herum und du läufst an einer Reihe umgefallener, was ist das Wort, Säulen. Ich muss dazu sagen, es hat hier gerade ungefähr, ich weiß nicht, 35 Grad aufwärts, deswegen bin ich da ein bisschen am Überlegen. Deswegen bin ich da auch ein bisschen, ne? Hallo? Da war gerade irgendwas, aber ich weiß nicht, was das Problem war. Komisch. Hier ist auf jeden Fall... dort, wo ich hin möchte. Oh, ich muss bei mir kurz das Fenster zumachen, weil ich sehe nämlich gar nichts. Die Melodie kommt mir gar nicht bekannt vor. Ich weiß, kann auch nicht sagen, ob der jetzt die Originalmusik nimmt oder eine Alternativmusik, aber das sagt mir gar nichts. Okay, dann weiß ich das schon mal. Ich laufe so schnell rum. Könnte das sein, dass ich schnell bin? Ja, genau. Stimmt, ich vergesse, ich bin ja ein Werwolf. Aber die Mausempfindlichkeit ist trotzdem etwas zu hoch. Moment. Ein bisschen zu wenig. Wo kommt das Fleisch her, frage ich mich gerade. Das Lied irritiert mich, das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Das kann aber sein, weil das kein normaler Dungeon ist.
Gut, ich habe Dungeon Schatten eingeschaltet. Ich weiß gar nicht, was ich davor alles eingeschaltet habe. Das muss ich mir mal anschauen. Ich muss auch die Anzeige wieder umtauschen. Er hatte zumindest nicht gejammert. Ah doch, hier ist tatsächlich was. Dass irgendeine Mod nicht aktiviert ist, deswegen. Hier würde schon passen. Ich glaube, das gehört nicht so. Ich habe das Gefühl, das Spiel irgendwie schneller läuft. So, das kommt mir einfach wirklich jetzt so vor. Vampire der Iliak-Bucht, okay. Die Musik ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ihr habt mich mal richtig erschreckt. Heiler, heil das. Seltsam. Genau. Das ist wahrscheinlich, gibt's da irgendwo ein Buch oder irgendwas, was man finden kann. Ich wollte eigentlich reden, aber nein. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich bin jetzt hier, okay. Gut zu wissen.
Okay, ich bin in den gleichen Raum reingegangen, ist intelligent. Das sieht interessant aus. Servus. Das ist ja witzig, aber jetzt müsste ich, habe ich da oben die eine Falltür aufgemacht. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Interessante Treppe, okay. Thank you.
Ah, das ist Minecraft. Sind Gegner in der Nähe? Die Frage ist wo? Das muss der Gegner gewesen sein, der mich davon abhielt, mich vorzuheilen. Okay, wo bin ich jetzt? Okay, da. Oh, ganz neu. Ich muss kurz weg. Moment. So. So, weiter geht's. Habe ich gespeichert? Ich speichere einfach nochmal. Ah, ich hatte nicht gespeichert. Speichere ich. So. Dann schauen wir nochmal. Ich höre ein Skelett. Ziemlich großräumig, fällt mir gerade auf. Ich hier rein oder ich hier erst runter? Ich glaube, ich hier erst runter. Ich muss sagen, die Gegnergeräusche sind eigentlich witzigerweise ziemlich ein kluges, designmäßiges Element. Na, da ging doch eine Tür auf.
Ich hätte am Eingang ein Ding-Punkt setzen können. Teleportation nach Nase, habt aber nicht dran gedacht. Ein silberner Mace, okay. Thank you.
Okay, ich habe gar keinen Teleporterpunkt gesetzt, also setze ich mich am Eingang ein. Hier gibt's nichts. So, ich muss dann noch mal weg und dann schauen wir noch mal. Bin so schön, wie es einfach der Sound abbricht, wenn man da besser hinhaut. Genau. Und hier durch bin ich hier, genau. Ne, warte mal. Warum bin ich hier rausgekommen? Was ist mit zufälligen? Ah, hier war ich ja. Hier bin ich nicht weitergegangen. Da, ich wusste doch, dass ich hier irgendwo nicht unterwegs war. Okay, das ist interessant. Frage, die ich mir jetzt stelle. Kann ich von hier direkt darüber?
Genau, da habe ich gesucht. Die Frage ist, wo ist der Ort? Beziehungsweise, wo ist der Gegenstand, den ich suche? Thank you.
Man nennt mich nicht umsonst den Nicer Dicer. Boah, der war schlecht, ich weiß. Eine Map, eine Karte zeigt die den Ort des Glamoril Circles in den Lassen Hills, okay. Der wahre Berenzia, okay. Oder die wahre Berenzia, das war eine sie. Von allen Türen, die ich hätte nehmen können, nehme ich genau die, die da wegführt. Der hat mich jetzt erschreckt, mit dem habe ich nämlich nicht gerechnet. Ah, ist die Eingangstür, die ist halt dann verschlossen. Sehr cool. Gut, dann teleportiere ich mich doch mal zum Ausgang. Rest ich nochmal, bis ich voll geheilt bin. Sehr schön. Das ging doch jetzt ganz gut. So, natürlich erstmal alles abladen, was ich nicht brauche. Okay, ich muss immer die Bücher durchlesen. Ach, ich könnte auch noch was essen. So, jetzt muss ich doch mal gucken, wo ich denn genau hin muss. Thank you.
Warte mal. Hier. Ach, hier muss ich hin, okay. Das heißt, ich muss nach... Ja, nach Nordwesten. Ah, da könnte ich hier sogar... Ich reise mal schnell dahin, dann kann ich von da aus schön nach Westen weiter reisen, ohne dass ich dann groß überlegen muss. Ja, das war jetzt ein bisschen zeitaufwendiger, wie ich gedacht habe. Aber ich wollte nicht schummeln. Ich werde da jetzt auch nur noch quasi zur Tür gehen und dann, ja, einen Teil beenden, weil den Rest mich dann nächstes Mal so. Genau, was uns aber hier erwartet, das erfahren wir beim nächsten Mal. Denn dann werden wir erstmal Sachen verkaufen, uns wieder ausrüsten und dann weiter in die Hügel dahin reisen Richtung Westen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ihr das chaotisch war. Wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann geht's weiter. Huhaha. Ich gehe ein, es ist zu warm.